Und herzlich willkommen zu die Hooray! Sims 4 Collaborate Eco Mutual. Living. Ah, wir sind heute wieder Scuccini, bei Leo und bei Anne. Yumbala. Wir sind gespannt, wann Sims das from Baby Silvia kommt. Dress. Sie ist im Mom's letzten eyes is so Trimester, die alliebe Anne. Ah. Ja, und wir haben Tag der neuen Fähigkeit. Ich habe jetzt leider noch nicht umgebaut, ich kam jetzt noch nicht dazu. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, denn das Baby kommt ja erst noch. Wir müssen noch herstellen mit Leo. Anne kann vielleicht mal Magen füttern und bewegen. Und Leo, was hast du im Inventar? Okay, wir schauen mal, was wir hier noch drin haben. Oh ja, kommen wir mal Granatapfelsaft. Zutaten hinzufügen, weil. Oh, Singfähigkeit erworben. Okay, wo singt sie denn? Ständchen gesungen, oder was? Was können wir denn hier verbessern an Fähigkeiten? Auf jeden Fall mal das Aufsprudeln, ganz klar, und die Herstellung. Wir haben gesagt, Apfelsaft. Ob das geht. Und bitte Aufsprudeln beginnen. Ein tolles Bild, das gehen wir mal ins Inventar. Das sieht echt schön aus. Kannst du eigentlich schon malen? Oh. Jo, Malerei, Level 6. Nun wohl, warum geht's dir jetzt nicht gut? Ist aber sehr schlecht. Ich kann gar nichts machen, aber doch Kerzen herstellen. Stell mal eine Kerze her. Anne, was machst du? Willst du hier oben vielleicht irgendwas machen? Wie sieht's denn aus? Programmieren. Logik, Logik. Oh, ganz dringend Schach spielen. Wir haben keinen Schachtisch. Wir haben keinen Schachtisch. Und dringenden Schachtisch. Okay. Anne, was mache ich mit dir? Geschicklichkeit, Herstellung und Kochen. Kochen wäre auch eine Option. Anne, komm kochen. Was kochst du denn Leckeres? Noch mal das. Mit dir? Trägst noch den Schirm, sehe ich das richtig? Oh, lecker. Charlotte schwindet. Ich muss Leo mal zurücksetzen, das geht gar nicht. Irgendwas spinnt hier. Okay, können wir jetzt noch mal einen Farbstoff kaufen? Okay. Und jetzt darfst du noch mal meine Katze herstellen, weil wir nichts mehr haben. Wirklich jetzt? Ah, oh, wird auch noch von Bienen gestochen. Na, vielleicht kriegen wir die Gartenarbeit dann wenigstens hoch. Ach,
Cleo, echt, mit dir ist es echt schwer, irgendwas zu machen, Pflanzen sprechen. Hier regnet es ja auch nicht rein, eigentlich dürfte es nicht reinregnen. Ja. Auf, noch ein Stückchen, bitte, bitte, bitte. Vielleicht hilft es ja. Anne hat Level 6, die Kochfähigkeit. Oh, das zählt gar nicht. Warum zählt es nicht? Echt jetzt? Oh, nee, zählt auch nicht. Was ist denn das? Das macht mich fertig, echt. Da weiß ich nie, was zählt und was zählt nicht. Total bescheuert hier. Kann jetzt auch nicht angeln schicken. Geht gar nicht, wenn es so pisst. Okay. Nio, vielleicht kannst du dein Programmieren üben, lieber. Programmieren üben. Mann, Mann, Mann. Und Anne? Vielleicht zählt bei dir die Gartenarbeit. Ich weiß es nicht. Ich werde manchmal nicht schlau aus dem. Ich habe schon Familien gespielt, da hat jeder Mist gezählt, egal wie weit sie waren. Und jetzt hat sowas. So. Wie das nach Lust und Laune hier machen oder wie oder was? Oh, das Essen müssen wir vielleicht noch wegstellen. Oh, und dann muss man auch, ich hab wohl Schmutzi hier. Anne, nee, sprech mal nochmal mit Pflanzen. Ach, dieses Leiter hochgesteige, das nervt. Speiserechte, ich dachte, du hast die Maden gefüttert. Ist das abgebrochen? Süße, die Maden haben Hunger. Sind die satt? Hungrig, guck mal. Naja, jetzt sprich mal mit den Pflanzen noch. Jetzt bin ich gespannt, ob das wenigstens bei Anne zählt. Vielleicht darf man da nur ein gewisses Level schon haben, damit es noch zählt. Ich habe keine Ahnung. Den verbrauchen Schachtisch. Anne hat nämlich echt keine Logik. Ey, zählt wieder nicht. Zumindest. Komm, bestimmt mal das zu den Insekten. Und dann säubern. Oh Mann. Zählt gar nichts heute. Was ist das? Anne noch trocken oder triefst du? Ja, dass du mir jetzt auch noch krank wirst. Entschuldigung, mein Hals kratzt heute. Vielleicht können wir eine Comedy-Serie angucken. Mal schauen. Und die Kanal schauen. Ach, Anne, du willst immer hoch. Was?
Schema-Barstube. Das bei dir mit dem Programmieren? Weiß nicht, ob das was bringt. Ui, habt ihr das auch, dass es manchmal bei euch überhaupt nicht funktioniert? Oh, sie lernt Comedy, das ist gut. Vielleicht hilft das. Und ich bin so gespannt wie ein Flitzebogen. Wann wohl das Baby kommt? Oh, grüne Initiativen. Frau Promis hat sich offiziell entschieden, grüner zu werden. Das Pflanzen neuer Bäume im Rahmen der grünen Initiative Frau Promis ist also geschlossene Sache. Genieße die frische Luft. Sehr schön. Und doch gar nicht mehr abstimmen, dachte ich. Lass mal gucken, was jetzt hier alles gibt. Aber seltsam, eigentlich kann man nicht mehr abstimmen. Das und das Bau. Dann wird's. Okay. Nein, wir wollen nicht abstimmen, ich wollte nur nachgucken. Anne hat's geschafft. Leo hat's nicht geschafft. Warum denn nicht? Echt? Okay, Leo, lass es. Guck du auch mal den Kanal. Ja. Ja, Comedy. Oh, Anne, musst du ganz dringend. Ist wieder vor. Machst du dann vielleicht noch was essen? Nee, du sollst ja nichts zubereiten. Du hast doch jetzt gerade erst gekocht. Hallo? Oh Mann. Ja, komm, iss mal den hier. Schlecht. In Madis geht's jetzt gut? Ja. Bereit. Wegen bereit. Und unser Zaun. Lauter Löcher drin. Ja. Ist echt. Mich dem widmen und das mal umändern. Mal schauen, wie ich dazu komme. Aber gestern hatte ich so viele Termine. Überhaupt nicht mehr dazu. Nee, wir wollen jetzt nicht. Wir warten eigentlich darauf, dass das Baby kommt. Ich werde jetzt einfach mal vorspulen, bis es soweit ist, weil sonst wird, glaube ich, die Folge ewig lang. Und dann sehen wir uns, wenn es dann losgeht. So, sie haben geschlafen schon und einiges erledigt. Und die Wehen haben jetzt eingesetzt. Ja. Schauen wir uns jetzt nicht das Bild an. Anne! Baby im Krankenhaus bekommen. Natürlich mitmachen. Und wir nehmen Jo mit. Ist ja wohl logisch. So, wir sind im Krankenhaus. Auf. Oh, war keiner da? Hallo? Oh, bitte, Anne bekommt ihr Baby. So, kommst du bitte einmal hierher? Wo ist denn der Typ jetzt zum Anmelden? Kann da mal einer hinstellen? Okay. Hallo? Wieso geht da keiner? Hallo? Was ist denn eigentlich hier hin? Ja, wir müssen uns jetzt anmelden. Wir wollen nichts bestellen, wir wollen uns anmelden. Hallo? Am Empfang. Ah ja, ich komme nicht mehr. Geht schon. Jo? Jo, du sollst ja nicht PC spielen. Gehst du hin? Jo? Komm sofort hierher. Oh mein Gott.
Anne. So. Ui. Oh. Nee, mach die Anne nicht kaputt. Hey. Ich will doch nur das Baby kriegen. Ah. Ich habe Anne ja noch gar nicht umgenannt. Aber das Kind wird natürlich Roscoe heißen. Und zwar habe ich mir gedacht, dass der Kleine ja etwas anderen Namen bekommt und würde ihn gern Harry nennen wollen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Aber ich finde, es passt zu Leo, Anne und Harry. Finde ich gut. Ich weiß, es hört sich etwas altertümlich an. Aber ich habe mich wirklich viele Namen überlegt. Aber ich fand Harry einfach irgendwie passend zu Fosco oder zu Harry Fosco. Ja. Da ist er da. Oh. Kannst du den mal nehmen? Oh, Lava. Ja, das wird wieder. Oh. Ja. Sehr schön. Oh. Oh, Balanev. Oh, Schatti. Ups. Er hat bestimmt Hunger und er hat sich schon weg. Ach, Mann. Anja, was ist los? Kaputt? Hast du hier? Du musst Hände waschen. Verstehe ich auch nicht. Ja, wir sind zurück. Wo ist Harry? Oh, da kommt doch Alina gar nicht mehr ins Bett rein. Echt so viel Platz und die stellen ihn echt hier hin. Oh mein Gott. Lieber Harry, schau mal, wir haben hier so viel Platz. Ständig. Ein bisschen Sonne ab. Das schadet nicht. Das tut dir auch gut. So. Und weiter geht's. Ja, du hast Hunger. Du kriegst. Ja. Anne? Kommst du bitte zum Füttern? Oh ja, das mit den Treppen, das ist echt. Nur was anderes einfallen lassen, weil ich glaube, weiß ich gar nicht, ob die kleinen Kinder diese Treppen hoch können. Das müsste man dann echt probieren. Sonst müsste ich vielleicht doch noch einen Anbau machen. Das Kinderzimmer.
Platz hätten wir ja für einen Anbau, dass man einfach sagt, okay, wir machen hier noch so ein Kinderzimmer hin, so plopp. Verlängerung. Das könnten wir auch machen. Oh, heutige Post ist gekommen. Jo, magst du mal die Rechnung bezahlen? Ja, ich weiß, du müsstest schon wieder den Garten machen. Das darfst du auch hier. Dann alles verkaufen. Alina, ist mit dir? Möchte ich das Bild anschauen? Nö. Nö, dann verkauf du das mal. So. Wenn schon, denn schon. So. Ich muss nämlich auch wieder was der Bank zurückzahlen. Wir haben noch 20.731 Simoleons übrig. Und gerade nochmal 10.000 zurückzahlen dann, wenn ihr fertig seid. Mann, die Madis, Anne. Kann man hier pflegen. Komm, Harry schläft. Das geht dann schon. Leo, du hast noch deine Kerzen drin. Die können wir auch verkaufen. Mal. Die Sojabohnen können wir auch verkaufen. So wie auch verkaufen. Auch nicht. Was ist mit dem Saft? Den verkaufen? Ja. Saft braucht auch keiner. Mal gucken, ob wir den Kühlschrank dann auch so verticken können. Weil. Stellen her, den Honig verkaufen wir jetzt auch. Und ehrlich gesagt, so viel Säfte brauchen wir kaum. 280 Simoleons uns. Ist dort, ja. Weg damit. So. Sieht schon besser aus. Unsere Bienchen müssen mal gucken, was ich mit denen aufgebracht schon wieder. Echt. Die gehen mir auf den Keks. Ich glaube, die tausche ich jetzt mal auf. Das geht mir nicht so. Die Bühnchen, die wollen gar nicht, so wie wir wollen. Pass auf, lass dich nicht stechen, ja. Steht schon dran. War klar. Stechen uns immer. Schützt den Honig verkauft? Nein. Sind sie irritiert? Versuch mal, ob du dich mit denen verbünden kannst. Vielleicht geht das. Anne? Rank und schlank, hm? Wieder. Wow. Sehr schön. Ich würde jetzt an die Bank noch was zurückzahlen. Das war die 10.731. Ja, 10.000 machen wir mal. Dann haben 10.974, ne? So, dann haben wir wieder was zurückgezahlt. Sehr schön. Reicht sogar noch für einen Schachtisch. Ich bin begeistert. Ich stelle jetzt noch den Schachtisch hin und dann würde ich den Park wenden. Irgendwie ist es heute so sehr träge und möchte nicht so wie ich möchte. Schon hier nicht. Hä? Da passt doch wunderbar ein Schachtisch hin. Ich finde es gut. Können Sie nämlich auch mal Schach spielen, Schachtisch spielen. Oh, jetzt fängt's an. Jetzt fängt's an. Stühle. Schön Ecoli-Stühle. Ja, das finde ich gut so. Kann ich was anfangen und schon wieder ein Zaun kaputt. Ich fange es nicht. Okay. Fühl mal. Vielleicht findest du was. Wer weiß. Und Leo, lass mir hier.
Na, geht nicht. Und das können wir beanspruchen. Sehr schön. Utsal. Ja, dann war ja, schmeiß es doch jetzt weg. Beschwer dich nicht langsam und mach's einfach. Wird auch alles gut. Ja. Bringt nur mehr Löcher rein. Ich weiß auch nicht. So. Und ihr dürft dann das noch wegwerfen. Und bis zum nächsten Mal hängt dann auch ein neues Familienbild. Da ist der kleine Fratz, unser Harry. Oh, süßer. Ein Letzter. Dankeschön. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr schaltet auch das nächste Mal wieder rein. Daumen hoch nicht vergessen, am besten noch abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Folge. Ich würde mich freuen, ihr schaut auf meinem Discord vorbei. Link ist in der Videobeschreibung drin. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.